Wo sind sie denn? Jetzt komme ich gerade vom Bilsterberg. Das hat richtig Bock gemacht. Jetzt finde ich sie nicht. Ach, da seid ihr ja. Servus, Freunde, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute probieren wir mal ein bisschen was Neues. Also eigentlich auch nicht, aber wir fassen mal ein bisschen was zusammen. Also, im heutigen Video sind wir auf jeden Fall auf dem Bilsterberg. Wir sind bei Westwood Performance, wir sind bei uns in der Halle. Denn ich habe mir so gedacht, ihr seht ganz oft immer nur so, ja, guck mal jetzt, Rennstrecke, Rennstrecke, Rennstrecke. Aber wie viel da eigentlich drumherum immer noch passiert, so Kleinigkeiten, wo es jetzt nicht lohnt, ein Video drüber zu machen. Aber was man dann mal in so einem Video mit reinpackt. Deswegen gibt's heute nicht nur einen Tag auf der Rennstrecke, sondern nochmal so ein bisschen das Vorher und das Währenddessen und das Nachher. Wisst ihr, das immer, ich find's ja auch immer ganz interessant, mal bei anderen zu gucken, wenn man sich andere Hobbys anguckt, wie funktioniert das überhaupt, was gehört da noch so zu? Man sieht dann immer so, keine Ahnung, die sind im Bikepark und haben übel Spaß. Aber was so halt drumherum noch passiert, das gucken wir uns heute mal an. Deswegen, wir starten jetzt mal rein ins Video. Erstmal gucken wir mal neue Nankang Slicks, neue Nankang SL1, wie die so auf das Auto draufpassen. Außerdem gibt's heute noch eine Produktneuheit, kann man schon sagen, ja. Wenn man mal in meinen Kamerakoffer guckt, sieht man meine ganzen vielen Kameras, die ich hier habe. One S, X3, Go 2 und es gibt jetzt ganz neu eine Go 3. Richtig geiles Ding, ist heute rausgekommen. Ich bin durchaus auch ein bisschen stolz, dass ich so eine Kamera vorab kriegen darf und testen darf, weil wenn du jetzt mal so im Internet guckst, so bei YouTube gibt's halt so voll viele Videos, so hey, Sneak Preview, was wurde schon, was gibt's als Infos von der Kamera, ne, wie wird das aussehen und so weiter. Und ich denke mir so, Jungs, ich hab die zu Hause, ich weiß genau, wie das aussieht. Das ist so lustig, weil die Leute spekulieren so über Sachen. Hat sie einen Bildschirm? Hat sie keinen Bildschirm? Was kann sie für Features? Und ich denke mir so, Junge, ich hab die doch hier liegen, ich könnte euch das alles sagen, aber ich darf's nicht. Ja, und das ist irgendwie cool, dass es so weit gekommen ist, dass so ein Kamerahersteller mir vorab so eine Kamera schickt. Da bin ich durchaus auch ein bisschen stolz drauf. Genau, aber erzähle ich euch gleich mehr zu. Wir gehen jetzt erstmal rein ins Video. Wir haben jetzt echt einige Tracktests gefahren in der letzten Zeit. Auch gut, sehr viel und gut gefahren, muss ich echt sagen. Natürlich auch das ein oder andere Problemchen mal gehabt. Aber ich meine, am Ende, das hier ist ein, boah, wie altes Auto? Sehr altes Auto. Wie alt ist er denn? Ja, 17 Jahre alt, der Kumpel, ne? Und das ist natürlich schon ein Alter. Aber ist ja nicht schlimm. Er wird alt, ne? Da müssen wir ein bisschen mehr pflegen, ne? Wie das so ist mit alten Leuten. Die muss man pflegen. Aber ich denke, wenn man das hier alles sieht, ja, der fährt auch. Also ist jetzt nicht so, dass wir hiermit nicht fahren, ne? Wir bauen jetzt das Differential aus, fahren zu Westwood. Ansonsten ist hier noch was kaputt. Guck mal, könnt ihr auch mal sehen. Das Zugstrebenlager. Seht ihr das Spiel? Wenn ihr das nicht seht, dann hört das. Ja, und das müssen wir auch noch machen. Dann müssen wir noch neue Slicks montieren, müssen die passend kriegen vom Sitz her und so weiter. Also wir haben einiges zu tun. Meine neuen Slicks sind angeliefert worden. Ich weiß nicht, ob ich nehme die ganzen Reifen hier, ne? Und zwar Nankang Slicks testen wir jetzt mal. Sind allerdings neu, sehen zwar nicht neu aus, aber die waren nur mal draufgesteckt, nur Flugplatz hoch und runtergerollt. Hat zu sehr geschliffen, hat nicht gepasst bei einem E46 allerdings. Genau, deswegen testen wir die jetzt mal bei meinem. Das ist allerdings ein, wo steht's nochmal? 260, 660. Allerdings ist der extrem breit und hoch. Jetzt seid ihr live dabei bei meinen Reifenaufziehkünsten, die wirklich extrem gut sind, muss ich sagen. Aber ohne Luft wird halt alles nichts hier. Zack. Mal im Ernst, also ich probiere mich da immer zu verbessern, aber ja, manchmal ist das ein bisschen krampfig. Aber die Reifen sind auch nicht einfach umzuziehen, das gehört auch dazu, ne? Ja, Tom, 28, probiert einen Reifen abzudrücken mit 2,6 Bar. Danke für nichts. So. Und einfach den so überall schön runterdrücken. Ich bin mal gespannt, wie viele Kommentare kommen. Tom, das geht so aber nicht und das kannst du so nicht machen. Und dies kannst du so nicht machen und das kannst du so nicht machen. Also ich bin mir sicher, da werden einige kommen. Aber bisher sind sie immer alle runtergegangen, die Reifen. Tada! Also ich sag mal so,
Natürlich, Reifen aufziehen ist für so einen Reifen immer Stress, aber das fand ich jetzt war doch okay, oder nicht? Seht ihr? Da kommt er. Jetzt einfach so. Und ab ist er. Plopp. Jetzt nutze ich wieder hier alle Arme. Ja, hier sind wir unten, da sind wir unten. Zack. Hundertprozentig, schaut euch das mal an. Als hätte der Junge nie was anderes gemacht. Zack, wenn jetzt Luft drauf geht, dann war das doch okay. Also ich werde immer besser, muss ich sagen. Jedes Mal, wenn ich es wieder mache, werde ich ein Stück besser. Schon drauf? Junge! Einfach so. Beste Leben. Und bei 2 Bar drauf geploppt. Junge, Junge, Junge. Jetzt gucken wir mal, ob er drauf passt, ne, Leute? Paar Stunden schon wieder vergangen. Ich habe hier verschränkt gemacht und getan. Ich habe Platten. 10 mm, 12 mm, 15 mm. Was brauche ich? 13. Nee, also es ist kein Spaß. Mit 12 mm ist es vorne am Federbein so, dass man einen Mini-Spalt sieht. Du kannst von oben durchleuchten und du siehst einen Spalt. Beziehungsweise falsch, nicht zum Federbein, sondern zur Feder, die dann oben kommt, wenn du einfederst. In dem Moment, wenn du nur so draufsteckst, passiert nichts, aber wenn der eingefedert ist, schwierig. Dann ist nur ein ganz kleiner Spalter. Theoretisch reicht natürlich auch ein Spalt, aber schwierig. Deswegen habe ich gesagt, ich mache eine 13er drauf, weil dann habe ich 1 mm mehr und das reicht dann auf jeden Fall. Für die Straße offiziell natürlich nicht, ist klar, aber für die Rennstrecke auf Slicks geht das dann. Hinten auch ganz knapp ich kann es euch jetzt einmal zeigen. Mit 10er Platte ist es so, dass es jetzt außen, sieht man das? Ja, ganz, ganz minimal. Also wenn er noch ein bisschen einfedert, wird es trotzdem noch reichen. Und innen ist ja da immer wichtig, dass man da nicht an den Tank-Einfüllstutzen kommt. Das kann ich leider echt nicht prüfen, muss ich sagen. Da kommst du nicht hin. So, ich würde sagen, wir fahren mal zu Westport Performance, oder? Mit dem Diff. Guten Morgen! Morgen! Hier ist das gute Stück. Wie sieht denn eigentlich mein Radsatz so aus? Sieht man da irgendwas? Nein, das sieht top aus. Sieht einwandfrei aus. Da war ja auch nicht viel Abrieb drin oder so. Hier, nee, ne? Fast gar nicht, ne? Also, wenn du jetzt hier guckst, da vorne, klar, ist so ein bisschen Abrieb. Ja gut, aber das ist ja normal. Ist ja noch durchsichtig. Ja, ja, also wenn da keiner drin wäre, würde ich mich wundern. Aber ja, dann ist das Auto um die Kurve getragen, ne? Ja, jetzt sag mal, was machen wir denn jetzt? Also, wir machen das erstmal alles sauber. Okay, wir machen das erstmal sauber. Dann gucken wir uns das an. So, jetzt ist hier aber alles sauber. Was ändern wir jetzt? Wir ändern jetzt die Rampenwinkel. Genau, die Rampenwinkel und wir passen noch mal ein bisschen diese Grundvorspannung an. Das ist zwar ohne Vorspannung. Wollte ich gerade sagen. Ja, aber du kannst halt, ja nicht Vorspannung, Vorspannung ist das falsche Wort, sondern den Platz, den die Sperre hat, um sich zu bewegen. Mhm. Ja, die Lamellen, die haben ja immer so ein bisschen Luft, um sich zu bewegen. Ja. Und das passen wir auch noch mal ein bisschen an. Was ist denn jetzt anders geworden zu vorher? Ja, also wir hatten vorher ja ein wirklich relativ aggressives Setup drauf. Also ein Slick-Setup auf jeden Fall, was wir viel in so Kompressor im Bereich fahren. Also von der Sperrwirkung schon 80% aufwärts auf dem Gas. Und wahrscheinlich hat das doch schon dafür gesorgt, dass halt mit diesem Anbremsmoment halt einfach das Auto schon eher so ein bisschen vorne, hinten, überall geschoben hat und einfach das gar nicht richtig ausgleichen konnte. Deswegen sind wir jetzt im Sperrwert wieder ein bisschen runtergegangen. Wir hatten damals ja gesagt, wir probieren es mal aus. Ja, ja, wir haben es ja auch damals im Video gesagt. Ne? Vielleicht müssen wir nochmal wiederkommen, wir testen das einfach mal. Genau, weil das ist aber immer fahrerabhängig. Ne? Der eine oder andere mag es halt auch, wenn das Auto leicht wird und irgendwo reinrutscht oder sowas. Im Rallye-Betrieb zum Beispiel, die lieben das Setup. Ja. Ja, das ist aber halt einfach mal ein Testlauf so gewesen. Und jetzt gucken wir mit dem anderen Setup hier. Das Setup funktioniert auf jeden Fall. Ja, das fahren ja viele, ne? Ja. Genau, das fahren wir wirklich oft. Ist jetzt nur die Frage, ob du damit am Ende endgültig happy bist. Und sonst, wir machen auf jeden Fall mal noch ein zweites Diff mit dem anderen Setup, dass du das mal gegenchecken kannst. Es ist auf jeden Fall auch interessant, wie unterschiedlich das doch dann ist. Also man denkt ja, das sind so Nuancen irgendwie, aber ich finde, man merkt das schon deutlich, weil ich kam ja eigentlich nur darauf, weil ich vom Harun das Auto gefahren bin und das mir viel besser gefallen hat, einfach so vom Anbremsen her, vom Rausbeschleunigen. Das ist ja auch das Lustige, du warst ja vorher ja auch nicht unbedingt unzufrieden. Nein. Das Auto fuhr ja gut. Aber das fuhr gut, wobei ich immer das hatte, deswegen bin ich ja Harun sein gefahren, dass er so recht nervös beim Anbremsen war und aus engen Kurven Rausbeschleunigen auch dann relativ schnell übersteuert hat. Und deswegen bin ich Harun sein Auto gefahren und da fiel mir das halt auf. Und das jetzt nur so ein paar, ich sag mal, andere Rampenwinkel, weiß ich nicht, Lamellen, da hast du nichts geändert. Ja, wir haben ein bisschen den Platz in der Sperre angepasst. Ah, okay.
Ja, aber dass sich das so krass bemerkbar macht, das ist halt, also weiß ich ja noch nicht, ich bin ja noch nicht gefahren, davon mal ab, aber bei Harun wird anders, ne? Ja. Ja. Also das wird jetzt natürlich ein bisschen anders fahren, wie das vom Harun, weil hier natürlich der Verschleißzustand nicht genau der gleiche wie bei ihm ist. Da haben wir jetzt auch nicht revidieren, nur mal das Setup getauscht, ja, damit du wirklich diesen 1:1 Vergleich hast, und revidieren tun wir es eh im Winter. Ja, ja, und cool ist halt, dass wir jetzt Samstag wieder am Bilsterberg sind, wir waren ja, wann war das erst, an der Donnerstag, ne? Ich glaube letzten Donnerstag. Ja, ja, Ende letzter Woche. Ja. Ende letzter Woche, und dass man jetzt halt so einen direkten Vergleich das mal hat. Weil gerade die Bedingungen sind relativ gleich, so soll so 24 Grad werden, und ich werde auch erstmal noch diese Slicks anfahren. Ich habe zwar die neuen, aber auf jeden Fall werde ich erstmal die testen, weil dann hat man wirklich auch gleich. Ja, genau, gleiches Feedback, alles gleich, ja. Und ja. Sehr gut, dann ja, besten Dank fürs Umbauen. Immer gerne, immer gerne. So, Freunde, da sind wir wieder in der Halle. Differential habe ich gerade schnell reingeworfen. Jetzt habe ich noch mein Spurplattenproblem. Ich habe hier mit den Felgen, also jetzt nicht mit denen hier, sondern mit den anderen. So, jetzt habe ich noch schnell hier Platten abgedreht. Ne? Hier, zack, auf 7,5 mm, weil hier 10 mm zu viel. 5 mm kommt innen ans Federbein. Was brauchen wir also? 7,5. Ey, Leute, was für eine Katastrophe. Egal, ich bock den jetzt mal hoch, mach 7,5 drauf, verschränk den, guck mir das an. Hoffe, das wird einigermaßen gut, wenn nicht... Ja, weiß ich auch nicht. Eigentlich, wenn nicht, gibt's nicht. Dann muss ich weiter überlegen. Also es gibt eigentlich kein wenn nicht. Es ist dieses Jugendforschding. Man muss immer weitermachen. Es hört auch nicht auf, und Bühne hoch. Ich hab ein bisschen gebastelt. Ich, ganz ehrlich, guckt euch das nicht ab. Macht das nicht zu Hause nach. Ich hab gerade hier gestanden. Ich dachte mir so, Junge, jetzt hast du hier 7,5er Platten. Die sehen gut aus. Von der Reifenposition her. Innen ist genug Platz. Außen, naja, weiß ich noch nicht, ob da genug Platz ist. Aber besser als mit einer 10er. So. Und dann ist aber das Problem, du hast keine Zentrierung mehr. Und dann denke ich, dann stehe ich hier, und wie mache ich das mit der Zentrierung? Du hast keine Zentrierung. Und dann habe ich es mir so eingefallen, du hast ja diese Ringe von ST, von den ST-Spurplatten. Die sehen ja so aus hier. Ne? Und dann dachte ich so, ey, du hast doch ein paar Millimeter, 2 Millimeter hast du doch Platz. Säge ich so abpassend, dass genau die 2 Millimeter, die ich ja noch Platz habe, auf meine Zentrierung draufgehen, dass ich dann hierüber zentrieren kann. Ja, und das Ergebnis sehen Sie hier. Das ist halt wirklich, also das ist halt maximal jugendforscht, ne? Aber ich habe hier halt eine ganz kleine Kante, ihr seht das, und die greift genau auf die Zentrierung, so. Und darauf kommt die Felge. Diese Phase hier wiederum reicht, dass die Felge plan anliegen kann, weil die Felge an sich, zeige ich euch auch mal, die hat ja hier so einen Ring, seht ihr das? Die hat erstmal so einen kleinen Ring. Das heißt, die kann man da draufstecken. Es wird jetzt funktionieren, hoffe ich. Aber es ist schon jugendforscht. Einmal kurz für alle, die jetzt denken, boah, das ist aber gefährlich. Komplett Quatsch. Also gefährlich ist da gar nichts. Solange das Rad rund läuft, ist alles gut. Eine 5er Platte, so wie diese hier, die hat nie eine Zentrierung. Da greift die Zentrierung von der Originalradnabe vielleicht 1 Millimeter in die Felge. Also ja, es ist daran nichts gefährlich. Wenn es funktioniert, ist es cool, dass es so geklappt hat. Auf jeden Fall, ja, man muss einfach eine Lösung finden. Es war jetzt auch, es stand für mich gar nicht zur Debatte, jetzt irgendwie aufzugeben. Du musst eine Lösung finden. Niemals aufgeben. Aber ob es jetzt funktioniert, weiß ich immer noch nicht. Ich stecke jetzt Rad drauf. Also, die Reifen sind drunter. Diese Seite sieht auch gar nicht so kacke aus. Also, wenn ich das jetzt hier sehe, dann denke ich mir so, das müsste funktionieren. Andere Seite ist ein bisschen schwieriger. Deswegen, ich weiß nicht genau wieso, das steht da ein bisschen weiter. Deswegen mache ich jetzt die Löcher in den Kotflügeln. Habe ich gerade größer gebohrt. Sieht man ja da so. Na, dann kann ich den nicht weiter rausziehen, dann ist zwar das Spaltmaß hier größer, aber wie ihr seht, kommt das dann auch ein paar Millimeter weiter raus. Ne? Und das könnten vielleicht die entscheidenden Millimeter sein. Hinten. Herzlich willkommen mal wieder vom Bilsterberg. Allerdings heute eine richtig geile Veranstaltung, und zwar das Sommerfest. Ich bin mit dem Wohnmobil da, wir bleiben über Nacht, das wird mega witzig. Jetzt muss ich mal gerade hier umparken, weil Norman jetzt hier auf der Reife ist. Wir sind heute mit allem Mann am Start. Tobi kommt noch gleich. Jan ist da, Louis ist da, Norm ist da, Sebastian ist da. Alle sind heute da. Es ist auch super voll. Ne, Normi? Bist du nass? Wie läuft's? Sag erstmal hallo. Sag erstmal hallo. Schönen guten Tag. Ich bin der Norman. Ich bin auch dabei. Gut. Aber gut. Irgendwie stricke nicht so grippig. Nein, heute. Hat keinen Grip. Nee. Haben alle gerade schon gesagt. Hat keinen Grip heute. Ich dachte die ganze Zeit, Alter, ich hack da doch viel mehr als letztes Mal noch. Nein, nein. Haben alle gesagt, kein Grip heute. Nicht so gut. Aber sonst, Slicks. Schlechter als letztes Mal. Aber ja gut, aber gut. Der Grip ist auch schlechter. Vielleicht, weil, ja, das ist, ne, schlechter sein. Vergleich. Also ich, ja. Ja, wie ist es bei dir? Ja, also auf der Bremse sind die richtig geil, ja. Aber in der Kurve, aber das kann halt auch an einem schlechten... Heute auf Bremse auch gut, aber in Kurve untersteuern, ja, genau, übersteuern. Genau. Untersteuern. Habe ich nämlich auch. Ja, das ist bei mir. Aber ansonsten schleift nicht, würde ich sagen. Nö.
Aber ist schon interessant, dass es nicht schleift, diese fetten Pulsdinger. Ja, das hier halt. Ja, ist das Schleifen? Ja. Minimal wahrscheinlich. Ja, gut, aber. Aber das ist zu verkraft. Das ist zu verkraft. Hier definitiv. Ist ja keine STVO. Ja, also das hinten hat es ja ein bisschen geschliffen. Also für euch Leute, ich bin jetzt schon kurz die erste Runde gerade warm gefahren und dann eine Runde nach Luftdruck. Das zeige ich euch gleich alles, wie das aussah. Da gehen wir gleich auf die Runde. Ich hatte jetzt vorher hier komplett Fünferplatten drauf, jetzt habe ich keine. Mit Fünferplatten hat es hier so ganz leicht geschliffen. Mit denen jetzt gar nicht. Das heißt, das ist jetzt echt gut. Das passt jetzt auf jeden Fall so. Vorne schleift es auch nicht. Der Sebastian macht sich jetzt gerade neue Michelin-Slicks drauf, der Bursche. Was hast du? Rot. Rot ist? Ja. Ja, guck mal, mit goldenen Felgen hier. Neue Michelin-Slicks. Hallo Sebastian. Hallo. Hallo. So sieht das hier aus. Geil. Da bin ich mal gespannt, wie das gleich wird. Da muss ja schon gleich 1,40 muss schon kommen, ne? Ja, ich denke es auch auf jeden Fall. So, dann stellen wir die nächsten Runden vor. Janne ist immer noch fit wie eh und je. Ich bin noch auf der Strecke. Ja, ne? Aber ist gerade rot. Ja. Unfalllos. Louis ist auch wieder dabei. Hallo Louis. Schönen guten Tag. Und hier ist unser Motorhome. Motorhome. Ist das so oder nicht? Ja. Motorhome. Box dabei, ich habe sogar einen Roller dabei, wie das echte Rennfahrer halt so haben, um von A nach B zu kommen. So. Im Kühlschrank. Alles schon im Kühlschrank drin. Ja, wir haben jetzt hier auch komplett Full-Spec-Kühlschrank. Ja, hier Motorhome, paar Chips dabei, bisschen was dabei. Hier Wein, wichtig Wein für heute Abend. Das wollen wir mit Wodka Energy trinken. So oft ja, das nicht aus. Dann nehme ich so ein Sprite. Ja, nimm ich Sprite. Und so sieht das aus. So, Sebastian. Hast du Schlüssel parat, dass ich gleich die erste Runde hier rausfahre, alles mit deinem Fahrzeug? Na, fährst du mit meinem, oder? Soll ich machen? Willst du dich daneben setzen? Nein, Sebastian! Das merkt er doch gar nicht. Ich sehe heute keinen Peak mehr, außer später an der Bar. Ja. So, Dille. Und jetzt werden wir euch eine schöne Runde mitnehmen hinter Norman. Und Louis setzt sich bei Norman rein. So, jetzt die erste Aufnahme mit der neuen Go 3. Ich will schon immer noch Go 2 sagen, aber es ist einfach die Go 3. Ich bin einfach so happy, dass ich jetzt schon die neue Cam habe, weil ich muss sagen, von allen Instacams war die Go 2 schon mein Liebling, weil ich schön an der Cappy halt was machen konnte.
Jan, wie findest du es? Ich finde es perfekt. Es ist einfach nur perfekt wieder, oder? Wetter wieder optimal. Perfekt. Optimal. Ja, ne? Und heute Abend, wie perfekt wird das? Das wird sehr perfekt. Ja, ne? Was hast du? Ja, ihr könnt... Mach du mal ein bisschen Ambiente hier. Ja, hol die raus. Aber pass auch oben auf das Ding da auf, bitte. Weil wir haben nämlich hier auch noch... Nein, habe ich nicht eingepackt. Habe ich extra keinen... Genau, keinen Bock gehabt. Kannst du mal kurz hier... Kannst du es einfach rausholen, aber... So, der musst du lösen, aber andere Seite ist auch noch einer. Den musst du auch noch lösen. Nee, das geht anders bei denen, glaube ich. Musst du so ziehen? Ja, kann man auch nach unten machen, meine ich, aber... Andere Seite ist, wie gesagt, aber auch noch einer. Boah, das ist ja geil. Fährt dein neues Auto so? Conti 6 gut? Ja, nee, Querfahren perfekt. Das passt schon. Und Fahrwerk gut? Fahrwerk ist echt gut. Ja, ne? Fahrwerk ist richtig gut, ja. Norm hat ja hier Setup gemacht. Das passt schon. Ja, dann ist es, kann es ja nicht gut sein. Fährt gut? Ja. Dann kann es ja fast nicht gut sein. Er hat noch ein paar Klicks gerade eben. Hat er wirklich geändert? Ja, aber er hat einen Kofferraum umsonst ausgebaut. Ich dachte, das ist wie bei dir, weißt du, oben. Ach so. Am Dämpfer war das eben drin gewesen. Ja, und jetzt, aber alles aber ausgebaut jetzt, haben wir uns habt ihr jetzt einfach so, was habt ihr jetzt, was für Klicks genommen? Von dir jetzt welche oder was? Oder einfach jetzt... Nee, er hat ja gesagt, was Problem ist und ich habe Klicks geändert. Ich kann das ja schreiben, Tom. Ach so, nee, das kann Tom nicht, das kann nicht machen. Fährt gut, fährt schlecht. Genau, das ist bei mir der Punkt. Fährt gut, fährt schlecht. Ja, guck mal, wie lange der Akku hält, ne? Und wie findest du es so? Gut. Gut? Die sind noch ein bisschen näher, oder? Das ist nicht nah. Echt nicht? Weil ich das... Ah. Ja, hier ist auch ein feiner E92 umgebaut, aber dann doch etwas stärker als meiner. Auf jeden Fall augenscheinlich. Erstmal mit Feuerlöschanlage oben und so und Ohren sitzen. Komm Max, wir gehen auf Startziel. Weil da vorne steht irgendwie sowas ganz was Wildes. Ich kann das aber nicht einordnen, was das ist. Wo steht das denn? Da unten irgendwo, ne? Hier ist ein 235 E-Cup, meine ich. Ja, das Schönste bei Gesellschafterfahren, da fahren noch mal wilde Autos hier. Aber so ein RS3 LMS, okay. Ja, ansonsten ist da so ein i8. Ein paar umgebaut zu einem Rennwagen. Ein paar X-Bow vertreten, Ready Pills, GT3 ist da hin, GT4. Da auch noch M2. Ist auf jeden Fall mal wieder gut was vertreten. Mich würde mal interessieren, ob einer weiß, was das ist. Ich weiß es nicht. Ja, aber so erstmal ein kurzes Feedback zum Diff. Und es ist, glaube ich, echt besser. Es ist, glaube ich, besser. Ich habe natürlich jetzt auch wieder andere Reifen. Das ist auch wieder, ne, der Vergleich ist wieder Äpfel mit Bieren so ein bisschen. Aber so wie es sich jetzt erstmal anfühlt, fühlt es sich erstmal besser an. So Leute, wer hätte es gedacht? Namendeckel 1. Namendeckel 2. Der ist noch da. Und... der ist auch weg. Also 3 von 4. RIP. So, jetzt fahren wir noch eine Runde. Sebastian fährt vor. Sebastian, sag kurzes Wort zu dem Michelin-Slick. Schon krass, oder? Verrückt, wie viel besser als die Retzer auf jeden Fall. Ist das krass? Bremse und Kurvenspeed. Ne, Bremse noch krasser, finde ich, aber Kurvenspeed auch schon alles wild. Alles allgemein. Ja, ist echt wild. Also wenn du die Retzer aufhört, fängst du hier gerade mal so fängst an. Krasser. Und das Krasse ist halt, du fährst einfach 10 Runden am Stück und es hält einfach. Es hört das nicht auf. Ne? Es hört nicht auf. Aber ich frage mich, warum kriegen die das nicht hin bei einem Straßenreifen? Wahrscheinlich, weil er mehr Spagat können muss halt und muss auf den Bordstein hochfahren können. Ja, solche Sachen meinst du? Ah, ist auf jeden Fall richtig krass. Ja. So, und jetzt fahren wir. Norm fährt damit, Louis fährt bei mir mit. Wir haben gerade mal die Idee, dass wir jetzt quasi mal 2 Runden warm fahren und dann einfach mal zusammen alle auf der Startziel starten und mal Gas geben. So Rolling Start quasi, aus Spaß einfach so. Und ich würde sagen, wir hocken uns jetzt mal ins Auto und machen das. So, jetzt beginnt das große Race. Und zwar haben wir gesagt, wir fahren jetzt 2 Runden warm und dann ballern wir mal ein bisschen.
Mann, war das witzig, ey. Aber haben sie uns gesagt, dürfen wir nicht machen. Also machen wir es natürlich auch nicht wieder, ne? Aber wussten wir nicht. Wir dachten, okay, warum so? Wir stören ja keinen, da war, ist ja niemand. Deswegen, wir haben natürlich extra darauf geachtet, dass niemand da war, aber war witzig. Ich konnte natürlich dadurch, dass ich das Startsignal gegeben habe, natürlich schneller wegfahren als die anderen, aber war trotzdem lustig. So, jetzt haben wir mal wieder das schöne, gute alte Batteriesymbol am Leuchten. Warum auch immer, man weiß es nicht. Aber der Tag ist jetzt hier jetzt fahrtechnisch zumindest zu Ende. Jetzt geht's an die Party, jetzt geht's mal ein bisschen an den Wein, weil es ist gleich 18 Uhr und das reicht auch. Ansonsten, Auto lief auf jeden Fall gut, allerdings irgendwie die Reifen waren okay, aber jetzt auch halt keine Michelin. Aber sie sind auf jeden Fall in Ordnung. Carbon Fiber. Klopfen auf Carbon Fiber. Aber die Michelin vom, wo sind sie? Vom Sebastian. Ja, das ist einfach so viel geiler. Wobei ich muss sagen, Harun sein Auto letztes Mal immer noch mehr geflasht. Das hat einfach, Harun sein Auto hat so gut funktioniert beim letzten Mal. Echt krass. Ja, nichtsdestotrotz hole ich jetzt mal Wein für die Jungs. Gehen mal in unsere kleine Minibar. Zeige euch auf jeden Fall gleich für alle Technikbegeisterten gleich noch ein bisschen Kamera-Tech hier. Von der neuen Go 3. Ich bin da auf jeden Fall bisher, was ich so gesehen habe, echt happy mit. Aber wir schauen uns das gleich im Detail nochmal an. Aber dazu später mehr. So, wir sind back in town. Wir sind zurück. Ich habe euch leider von dem Abend Sommerfest nicht viel zeigen können. Weil das hätte alles gegen die YouTube-Richtlinien verstoßen. Alles. Naja, ein bisschen was muss ja auch noch unter uns bleiben. Aber wir schauen uns gleich mal an, was hier wo geschliffen hat, wie viel Profil die Kollegen noch haben, wenn man das Profil nennen kann, oder wie viel Gummi da noch drauf ist. Ich glaube, so wäre der richtige Ausdruck. Aber jetzt gibt es noch die versprochene Vorstellung von der Go 3. Weil ich habe mir schon die ersten Aufnahmen angeguckt und ich bin richtig happy, vor allem mit dem Blickfeld. Ich meine, ihr werdet es jetzt schon gesehen haben. Ich finde das Blickfeld deutlich geiler. Weil man, es ist natürlich immer, man kann auch viel mehr drauf nehmen und es ist immer so verzerrt und das ist jetzt quasi die breiteste Aufnahme ohne Verzerrung und das gefällt mir schon richtig, richtig gut. Dazu kann die Kamera halt auch einfach echt noch viel mehr als das, was wir jetzt in dieses eine Video reingepackt haben. Weil eine Funktion auch richtig gut ist, ihr wisst ja vielleicht gerade noch, wo ich das Auto aufgeladen habe, ne? Da habe ich die Kamera einfach hier, da habe ich mir sowas umgehängt hier. Das umgehängt. Das hier kommt unters T-Shirt. Wenn man keinen Bock hat, sich die an die Cappy oben zu machen und trotzdem halt irgendwie mal so ein bisschen mitfilmen will, ohne dass da immer irgendwie im Blickfeld oben eine Kamera ist, na, dann nehmt ihr die Go 3 aus der Verpackung und bappt euch die einfach so hier dran. Ihr könnt hochkant machen, ihr könnt so machen und dann habt ihr einfach quasi so eine Bodycam. Ja, und das, so sind die Aufnahmen entstanden. Wer Angst hat, dass das hier nicht hält durch das T-Shirt, das hält auf jeden Fall ganz safe, also ganz, ganz safe, weil das ist hier, guck mal, richtig fest. Es wird natürlich wieder einige Adapter geben, um die an diversen Orten zu verbauen, weil, falls ihr euch erinnert, die Kamera ist so klein, man kann die sogar in so ein Rathaus positionieren und mal ein Federbein filmen, ja. Und das ist halt einfach, ich bin richtig happy, dass es die jetzt mit dem Bildschirm gibt, weil, wenn es die jetzt so gibt, kann ich sie wenigstens auch am Helm nutzen, ja, weil eben hier großer Akku hält lange, hat den ganzen Tag gehalten, die ganzen Fahraufnahmen, alles ein Akku. Akku ist hier natürlich nicht wechselbar, das ist hier mit drin, ja, aber wie gesagt, hat den ganzen Tag gehalten. Wenn man überlegt, normal ist der Akku in so einer kleinen Kamera platziert hier, wenn man das mal mit der Go 2 vergleicht, in so einer kleinen Kamera. Und jetzt ist das der komplette Akku, weil die Technik steckt ja trotzdem in der Kamera drin. Und ja. So mal ein kleiner Vergleich, Go 2, Go 3. Hier war das Gehäuse wirklich nur zum Laden da. Ja, da musste man die dann rausnehmen. Hier ist es eben so, dass ihr das Ganze jetzt nutzen könnt, auch mit dem Case außen drumherum. Dazu diese coole Funktion, dass ihr euch selber, ich sag mal, dabei sehen könnt, während ihr filmt. Ja, also einen auf den hier angelehnt und sich trotzdem dabei sehen könnt, ist natürlich echt gut. Also ich bin super happy. Vor allem, dass es wieder so eine kleine Actioncam gibt, weil die Go 2 war jetzt ja ganz, ganz, ganz lange ausverkauft. Kam auch super an. Ich sehe ja immer, wie viele Kameras quasi über meinen Link unten gekauft werden. Und die Go 2 ist mit Abstand die meistgekaufte Kamera gewesen. Jetzt natürlich letzte Monate nicht mehr, weil es sie nicht mehr gab. Deswegen, wer Bock auf eine Actioncam hat, ganz brandaktuell reinschauen, ist unten markiert. Und werdet ihr auf jeden Fall in den nächsten Videos noch viel mehr, viel geilere Eindrücke sehen. Jetzt erstmal eine kleine Vorstellung davon und einfach mal, dass ihr wisst, es gibt was Neues von meinem Partner Insta360. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was denn
hier so Phase ist nach dem Wochenende Bilsterberg. So, ich habe mal den vorderen linken runtergeholt. Also von den Punkten hier sieht das zumindest hier und hier noch super aus, aber innen radiert er ganz schön weg. Ich werde den jetzt allerdings quasi umziehen, dass das neue Innen ist, weil der Reifen hat ja eine Laufrichtung und keine Außenseite. Das heißt, das kann man da schon ganz gut machen. Das heißt, wir tauschen jetzt mal von außen nach innen, damit wir da vielleicht nochmal mitfahren können. Ansonsten hat das hier drin echt nicht geschliffen. Hinten hat es etwas geschliffen, aber nur mit den Spurplatten, nur mit den Fünferplatten. Die habe ich jetzt nicht mehr drauf, da hat es auch hier. Ja, die Folie ist so ein bisschen, ist sehr dunkel leider, ne? Kriege ich das ein bisschen heller wenigstens? Ja. Die Folie hat so ein bisschen hier gekokelt, aber gut, das ist halt so, ist ein Rennwagen, ne? Also ist jetzt ja auch kein Messefahrzeug. Ja, und jetzt hat leider noch am Ende wieder dieses scheiß Batteriesymbol geleuchtet im Auto. Ich weiß nicht, was es sein kann. Also Lichtmaschine habe ich jetzt ja getauscht schon. Ja, warum leuchtet dieses Batteriesymbol, aber die Batterie wird geladen? Keine Ahnung, ich check's nicht. Ich weiß nicht, was es sein kann. Aber ich glaube, das Video ist auch lang genug, oder? Ich glaube, erzählt mir mal erstmal, wie es euch gefallen hat. Vom Stil, dass wir jetzt nicht nur den Tag auf der Rennstrecke hatten, sondern auch das drumherum. Oder würdet ihr lieber sagen, Marc, ich bin da völlig kritikfähig, Verbesserungsvorschläge immer gern her, würdet ihr eher sagen, lieber ein Video machen, wo das drumherum ist und dann nur ein Video Rennstrecke, damit man, ich sag mal, nicht das drumherum gucken muss in Anführungsstrichen, weil man eigentlich nur den Teil auf der Rennstrecke sehen will. Andersrum kann man natürlich auch immer skippen. Wie gesagt, Insta360Go3 ganz neu unten verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr euch da mal reinschaltet, wenn ihr euch das mal anschaut, weil ohne Partner funktioniert es auch einfach nicht mehr. Wenn ich jetzt überlege, wie viel wir jetzt unterwegs waren und wie viele Videos wir auch gemacht haben, wie gut die auch angekommen sind, das muss man auch sagen. Ja? Ich mache das, weil es mir Bock macht, aber auch, weil es euch Bock macht. Das sehe ich an den Aufrufzahlen, das sehe ich an den Kommentaren und ja. Deswegen hoffe ich, dass wir das alles noch ein bisschen so weitermachen können. Damit das auch funktioniert, natürlich gerne den Kanal abonnieren. Das ist für euch kostenlos, ganz schnell gemacht. Einfach unten drauf drücken. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Lasst mal einen Kommentar da, wie es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns einfach in einem der nächsten Videos. Leute, danke fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao, ciao, ciao.